Herzlich willkommen und hallo Leute. Ja, nach langer Pause, jetzt mal wieder ein Video von mir und zwar mal was ganz anderes. Wir haben angefangen, beziehungsweise ich habe angefangen, Ark zu spielen und habe mit ein paar Leuten zusammen auch einen Server aufgemacht und den wollte ich euch heute einfach mal vorstellen. Ja, unsere Servereinstellungen generell sind erstmal so, dass wir hauptsächlich auf PvE spielen. Heißt aber nicht, dass es bei uns kein PvP gibt. Und zwar gibt es dafür gewisse Uhrzeiten. Und zwar immer zwischen 17 und 23, beziehungsweise ich glaube 24 Uhr, ist bei uns PvP möglich. Das heißt also zu den Zeiten, wo ja, denke ich mal, die meisten auch etwas älteren online sind und spielen können. Da kann man sich auch dann ein bisschen mit PvP beschäftigen. Außerdem ist bei uns an die neue Raid Protection. Heißt also, wenn ihr zu dem Zeitpunkt offline seid, dann ist eure Base geschützt und auch die Dinos, die da drin stehen, können dann nicht beschädigt werden. Wir testen das Ganze noch mal ein bisschen hin und her, weil wir hatten schon mal so ein paar Spaßvögel, die haben irgendwelche Dinos in andere Basen abgeworfen, um dieses PvP zu umgehen. Ansonsten haben wir das Harvest, also die Sammelmenge erhöht. Das heißt, ihr bekommt 10-mal so viel, wenn ihr sammelt. Erklär auch gleich, warum. Was noch eingestellt ist, ist, dass die Tiere, also erstens die Eier schneller gebrütet werden, um die zweifache Geschwindigkeit und das Tier wächst um die fünffache Geschwindigkeit an. Dann Leveln haben wir auf 1. Damit man auch länger Spaß hat. Ja, also damit man nicht gleich in nicht 2 Tagen auf Max Level ist, haben wir also die Levelgeschwindigkeit auf 1 gelassen. Und die Zähmgeschwindigkeit ist auch auf 1. Allerdings haben wir uns überlegt, weil es uns doch zu lange dauert, eine andere Möglichkeit. Denn wenn man nämlich die Zähmgeschwindigkeit hochdreht, hat man den nachteiligen Effekt, finde ich, dass man jedes Tier fast mit einer perfekten Zähmung zähmt und damit so Sachen wie Kibbel und so völlig unnötig sind. Außerdem hat dann jeder innerhalb kürzester Zeit einen High-End-Dino. Ja, und dann ist eigentlich auch der Spaß schon wieder vorbei. Deswegen haben wir Folgendes gemacht. Wir haben die Zähmgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit, mit der die Tiere essen, auf 2 hochgedreht. Das bewirkt einfach nur, dass die Tiere schneller Nahrung zu sich nehmen. Aber da sie ja ihre Effektivität durch die Geschwindigkeit nicht aufnehmen, sondern durch die Menge der Nahrung, die sie essen, bleibt also die Effektivität gleich. Das heißt also, man kriegt auch ein Tier genauso gezähmt, als würde man es mit normaler Geschwindigkeit zähmen. Also genau das gleiche Level, ohne Premium, ohne alles. So, um das Ganze nochmal zu verstärken, haben wir eine Mod installiert, die neues Futter, nämlich diesen Metabolic Accelerator, mit reinbringt. Ich kann ihn ja mal ganz kurz demonstrieren, was genau dann passiert. Schnapp mir mal ein kleines Tier. Ja, ich werde hier nebenbei so ein bisschen einfach spielen, damit ihr ein bisschen was seht, ein bisschen was erklären. Ja. So, jetzt suchen wir uns mal irgendein kleines Tier, wo ich das mal schnell demonstrieren kann dran. Ja. Einfach hier irgend so ein Viech. Gucken, da haben wir hier schon so ein Lystosaurus hier, so ein Dodo. Ja, wir nehmen einfach so ein Dodo. Knallen ihn mal kurz um. Zack. Oh, ist Fallumstinker. Und da liegt er. So. Ihr seht, der Futterwert sinkt hier, ja, schon relativ fix. Und wenn ich dem jetzt das Futter reinhaue, ja, seht ihr? Oh, okay, jetzt lackt es kurz. Seht ihr nicht? Jetzt seht ihr es. Sinkt der Futterwert rapide ab. Ja. Also man kann es vergleichen, als würde man die Zähmgeschwindigkeit auf 5 oder 6 drehen. Ja, ihr seht, wenn ich Pech habe, verhungert der sogar. Das bedeutet, der frisst relativ, also wirklich schnell, aber steigt nicht in der Qualität. Ja? Denn das war uns, wie gesagt, wichtig, dass die Qualität da nicht sofort hochgepusht wird, sondern dass man wirklich auch Kibbel herstellen muss, um die Qualität hochzuhalten. Ne? Ihr seht es, gleich verhungert er. Ja? Also die Effektivität sinkt schon rapide ab, sieht man schon. Na, wir sind jetzt schon bei 73%, wird also noch durchaus weiterfallen mit normalem Futter. Und ihr seht, gleich ist er verhungert. Ja, Leben nimmt schon ab, weil er einfach nicht so schnell essen kann, wie das Essen sinkt. Ist jetzt beim Dodo würde ich das Futter nicht benutzen. Das ist eher sinnvoll bei halt höheren Tieren.
Ja, alles, was so Kleinviehzeug ist, da zähmt man auch so schnell genug. Und braucht man eh nicht High Level. Ja, bedeutet, ihr braucht also wirklich Kibbel, um eine hohe Effektivität zu erreichen, weil Kibbel ja mehr Futterwert gibt. Das heißt, das Tier frisst einfach weniger und hat dadurch die höhere Effektivität. Ja, ansonsten haben wir auf dem Server eine Menge Mods installiert. Hauptsächlich Baumods. Also wir sind nicht so der Fan von Ultra Super High-End Waffen und ja, keine Ahnung, irgendwelchen super krassen Fabrikatoren-Sachen oder Sachen, die jetzt, weiß nicht, aus allen Eiern Kibbel machen, egal für welches Tier und so eine Sachen. Es soll doch schon durchaus ein bisschen anspruchsvoller bleiben, es soll ein bisschen schwieriger bleiben. Außerdem ist der Schaden der wilden Dinos hochgedreht auf 1,5, sodass es auch wirklich gefährlich ist, sich draußen mal rumzutreiben oder man mich nicht mit jedem Dino einfach ja, quasi durchraged und alles platt macht. Wir spielen hier auf der Center Map. Einige werden sie kennen. Absolut geniale Map, ne? So sieht die Karte aus. Ja. Neue Map ist jetzt auch integriert worden in ARK, offiziell. Schöne Geschichte. Macht uns auf jeden Fall viel, viel mehr Spaß. Gerade die ganzen Ruinen und was man so entdecken kann. Ja, wie gesagt, zurück zu den Baumods. Wir haben eine Menge Baumods installiert. Ich sammle hier nebenbei mal Eier, nicht wundern. Eine Menge Baumods installiert. Einfach um, ich sag mal, die Auswahl zu erhöhen, um jedem die Möglichkeit zu geben, sich zu individualisieren, seine Base so gestalten, wie er möchte. Wir werden auch regelmäßig gucken, dass wir also regelmäßig die Mods überwachen. Wenn was super Interessantes dazukommt, werden wir es auch mit reinpacken. Momentan läuft echt eine ganze Menge. Ich glaube, es sind über 20 verschiedene Baumods. Kann ich gar nicht alle erklären, was genau das ist. Viele werden einige kennen. Ich mache mal einfach die Engrammliste auf. Hier sind die Standard-Engramme. Frosch im Hals. So, ihr seht, hier enden schon die Standard-Engramme und dann geht's los. Also wir haben die Stargate-Mod drinne. Allerdings sind die Stargates momentan deaktiviert, weil die noch ein bisschen zu overpowered sind, finde ich. Da waren wir jetzt immer überlegen. Wir haben die Teleporterringe, die sind auf jeden Fall drinne. Dann haben wir die größeren Rafts drin, also die größeren Flöße. Wir haben die speziellen Dächer drinne, so dass man noch Eckdächer und sowas bauen kann. Wir haben die Castle Mod drinne. Ja, werden ja auch einige kennen. Ihr könnt halt riesige Schlösser bauen, absolut genial, schönes Ding. Dann haben wir drinne, ja, hier so Bäume und sowas und Steine, dass man halt noch ein bisschen was Schickes bauen kann. Wir haben die Brücken drinne, wir haben die Bar drinne, wir haben die ASR-Mods drinne, also einmal für Holz und Metall und einmal für Stein und Metall. Ja, Quatsch, für Glas und Metall. Käfige, dann natürlich klassisch NC, die NC-Geschichten. Dann haben wir hier diese Primitive-Mod drinne, die Game of Thrones-Mod ist drinne. Die Boote sind drinne, diese Bootsmod, wobei da allerdings deaktiviert ist das Fischerboot, weil es so overpowered ist. Und die Sammelstation, also hier diese Rig oder wie die heißt. Wo ist sie? Hier genau, die Harvester Rig. Sie ist zwar noch als Engramm drinne. Allerdings habe ich den Diesel rausgenommen, sodass man die zwar bauen kann, aber man kann sie halt nicht betreiben. Ja, weil, ich sag mal, die sammelte, was habe ich neulich getestet, mit 10 Diesel 5000 Perlen, ohne dass jemand dabei sein muss. Anschmeißen, AFK gehen, Spiel ausschalten. Und das Ding sammelt, ist nicht in unserem Interesse. So, dann haben wir die Many New Items Mod drinne. Da kommen natürlich auch ein paar Waffen dazu. Allerdings finde ich die noch halbwegs human. Ja, Torpedo-Launcher muss man ausprobieren. Wie stark die sind, habe ich selber noch nicht gebaut. Aber auch hier zum Beispiel die Kaliber 50 Rifle macht genauso viel Schaden wie meine blaue normale Flinte. Dann haben wir drin die Akushima Electric Mod. Dann ist drin ja, NC-Kabel und sowas. Glasmetall, das klassische, nicht das Akushima, sondern das andere Glasmetall, was glaube ich zuerst kam, wo auch nochmal viele schicke Sachen dabei sind. Dann haben wir hier so eine, weiß gar nicht, wie die heißt, Alchemie-Mod, wo einfach auch so ein paar schicke Schilder, ein paar schicke Waffen drin sind, so ein, verschiedene lustige Pfeile fürs PvP mit Blenden und Verlangsamen und so eine Sachen. Dann die Fernbedienung, um die Türen zu öffnen. Die Jurassic Park-Mod mit den Elektrozäunen.
Dann, ja, hier waren wir noch am Testen. Hier kommt der mit der Bolek-Accelerator, kommt hierher. Der hat leider auch ein paar Pfeile mit dabei, die sich nicht deaktivieren lassen. Weil eigentlich wollten wir auch nicht so eine Torpor-Extrempfeile haben, aber irgendwie scheinen die auch nicht so richtig zu funktionieren, habe ich das Gefühl. Und wir haben die speziellen Kabel drin, also dass man auch um eine Ecke bauen kann, beziehungsweise dass man diese Kreuzungen nicht braucht. Ja. So, jetzt zeige ich euch noch mal einfach ein bisschen von der Welt, von der Server, vom Server, was die Leute so gebaut haben. Ja, was man so machen kann. Seht hier die Fernbedienung. Ja, zack, Tür zu. Hat auch einen Timer. Ja, seht ihr oben. Ja, geht dann von alleine zu, rechte Maustaste und dann geht die Tür einfach irgendwann von ganz alleine zu. Zack, da schließt sie. Ja, ganz praktisch. Hier sind so ein paar Glas-Metall-Sachen. Hier will ich gerade so eine Landebahn für meine Vögel bauen, ein bisschen oberhalb. Ja, ihr seht hier die Elektrozäune. Das sind die aus dem Jurassic Park Mod. Ich finde die einfach schöner als irgendwelche, ich sag mal, Steinwände. Alles zugebaut. Das wirkt einfach ein bisschen offener, ein bisschen freier. Hier natürlich klassisch das Tor dazu. Ja. Absolut geil. Was ich auch super finde, ist, wenn man die zum Beispiel aufmacht. Weiß nicht, ob man es laut genug hört, aber... Ah, die Jurassic Park Musik ertönt da. Ich finde, es hat so ein bisschen Style. Wie gesagt, wir haben hauptsächlich verschiedene Baumods einfach installiert, um es nicht ganz nicht zu overpowered wirken zu lassen. Ihr seht ja, mein Fuhrpark ist schon ordentlich angewachsen. Ja, wir spielen halt auch schon eine Weile. Leider noch nicht so viele Leute da. Ich hoffe ja mal durch das Video ein paar Leute anzuregen, dass ein bisschen mehr los ist. So, nebenbei muss ich hier noch aufpassen. Ich habe hier noch zwei schwangere Bären. Ja, dass sie nicht werfen und die Babys mir wegsterben. Ja, hier ist zum Beispiel so eine Barke. Ja, so ein riesengroßes Schiff, wo man halt so ein, wirklich so eine große, das ist meine Zähm- und Einfangstation, und so große Dinos reinlocken und dann verschiffen kann. Ja, und ansonsten diese klassischen Sachen, da kann man sich viel ausprobieren, man kann viel testen. Hier zum Beispiel so ein Gasthaus gebaut, das einfach so ein bisschen Charme hat, so ein bisschen Style, so wie so ein mittelalterliches Gasthaus. Ja, hier ist mein Bierfass. Gucken, ob schon Bier da ist. Ja, ist schon Bier da. Ja. Ist einfach so ein bisschen so ein, dieses Ambiente hat, von wegen, hier kann man sich gemütlich hinsetzen und so. So, dann fliege ich mal ein bisschen rum. Ich habe hier meinen Speedvogel, der wirklich nur auf Geschwindigkeit getrimmt ist. Ja, ein bisschen am Züchten bin ich auch schon. Oder was gucken, was da so geht. Ja. Ihr seht hier 204 Speed, der kann also ordentlich loslegen. So, jetzt fliege ich einfach mal die Insel ab zu ein paar Leuten, die hier noch gebaut haben. Steht wie ein Floß rum. Hier auf der Insel baut einer unserer jüngeren Spieler. Der hat sich hier ein kleines Häuschen gebaut. Wir haben zwei jüngere Spieler, die mit ihren Papas zusammenspielen. Wo man, ja, die manchmal ein bisschen über die Stränge schlagen, wo man aber nicht böse sein darf. Die Jungs haben Spaß am Spiel. Und die Papas spielen gerne mit denen zusammen. So, ja, ihr weiß nicht, wer die Center-Map nicht kennt, der sieht halt hier die ganzen Ruinen und so absolut schön gebaut. Sieht super toll aus. Jetzt kommen wir hier gleich schon zur ersten Base. Die Jungs haben sich hier oben in den Felsen reingebaut. Lackt ein bisschen, wenn ich da anfange. Ja, durch diese Menge an Items. Die haben sich hier einen Felsen reingebaut und da in die Höhle sich die Hütte reingebaut und hier draußen so ein bisschen reinkramen, muss ich aufpassen. Na gut, PvP ist aus, also das heißt, die Pflanzen werden auch nicht auf mich schießen. Kann also ganz beruhigt langfliegen, ohne dass mir was passiert. So, können wir nebenbei, werde ich mal gucken, vielleicht werde ich noch ein, zwei Biberdämme plündern. Denn Zement, ein Ra ist gut. Und ohne die Biber... Oh, aua. Haut er mich einfach. So, hier haben wir einen der Seen. Oder hinten ist... Oh, da hinten sind zwei Biberdämme relativ abseits. Gleich mal reingucken hier. Die Biber sind ja mal sehr aggressiv. Nur Holz drinne. Hier war wohl schon jemand. Was nun? Zusammenbruch.
Mein System ist zusammengebrochen. Echte Idee, also Biberdämme bei Aufnahmen zu plündern. Hat mich einmal komplett rausgehauen eben, also komplett aus dem System geschmissen. Bin scheinbar auch gestorben. Gucken. Okay, Vogel lebt noch. Dann schnell hinter. Wenn wir mal einen anderen Vogel hier nehmen. Ja, passiert. Also hat einmal komplett gecrashed, alles stehen geblieben. Ich konnte halt nichts mehr machen. Musste jetzt einen kompletten Neustart machen vom System. Passiert halt. So, irgendwie mit den Lichteffekten bin ich nicht so ganz zufrieden. Die Lichteffekte, ich denke, da kann man ein bisschen überarbeiten. Ich finde, die Wolken sind sehr grell. Der Rest ist so, geht so. Naja. Die sind ja noch dabei und die Map, denke ich mal, wird auch noch ein bisschen überarbeitet. Da kommt ja demnächst der Wald dazu, dieser neue mit den Mammutbäumen, das soll ja kommen. Dafür wird es dann auf Center eine eigene Insel geben. So, jetzt hoffe ich mal, dass der scheiß Biber mir nicht alles zerjagt hat. Wo war ich denn? Warte mal, war das hier? War das der See? Nee, der See war das nicht. Ich glaube, das war der See hier oben. Ist auch nochmal irgendwo einer. Gucken. Okay, mein Vogel scheint da. Da steht mein Vogel. Okay, der Vogel ist also noch da. Sehr schön. Haben sich noch ein paar andere Vögel dazugesellt. Ah, und meine Leiche ist auch noch da. Wunderbar. Alles mitgenommen hier. So. Natürlich meine Vögel wieder einsammeln hier. Ja, einige werden sich fragen, warum hat er ja denn nicht hier, wenn er so viele Mods hat, diese Mod, mit der einem die Tiere hinterherfliegen oder beziehungsweise die Tiere nach Hause fliegen. Ja, folgendes, und zwar so ganz habe ich das Gefühl, funktioniert die nicht immer, weil die Dinos werden ja deaktiviert, wenn du nicht in der Nähe bist. Das heißt, stirbst du irgendwo, fliegt der noch ein Stückchen Richtung Heimat und wird dann abgeschaltet und dann steht da irgendwo, wo du gar nicht mehr weißt, wo er ist. Deswegen haben wir die nicht. So, jetzt fliegen wir mal eine der großen Besen an. Hier haben zwei Jungs die Ruine zugebaut. Dauert eine Weile, bis die Base sich aufbaut. Ja, von daher werden wir langsam ranfliegen. Da poppt es schon langsam auf, wie man sieht. Ja, also die haben hier quasi einmal mit Burgen gebaut, mit Burgensachen. Das ist der Castle Mod. Glass Foundation oder Glass Metallzeugs haben sie mit drinne. Ja, und hier oben bauen sie sich gerade einen Elfenpalast. Ja. Also, wie ihr seht, das sind so Sachen, die man halt mit den Mods bauen kann. Verschiedene Sachen. Ein Häuschen werde ich noch abfliegen hier, was ich ganz schick finde. Was ich hier einer alleine gebaut habe. Oh, einmal leck. Da sieht man so ein bisschen, was man mit den verschiedenen Dächern machen kann. Was da war's. Ne, also man kriegt auch durchaus halt solche Sachen hin, dass man wirklich so eine Ecken hier drin hat. Ja. Finde ich, sieht sehr, sehr schick aus. Ist halt so ein bisschen, ich sag mal, naturgemäß. Ja, mit Schrägdach und allem drum und dran. Sowas zum Beispiel kriegt man mit den Mods, die wir drin haben, unter anderem hin. Und ich denke mal, da gibt es bestimmt ein paar Baumeister, die da noch um einiges größer bauen können. So, dann werden wir wieder nach Hause fliegen, weil ich mir langsam Sorgen mache, dass meine Babys ja schlüpfen, beziehungsweise schlüpfen, geboren werden. Deswegen werde ich mal machen, dass... Oh, ein Quetzer. Machen, dass ich nach Hause komme. 75 männlich, nett. Nett, nett, nett. So, hängt der noch hinten dran? Der hängt noch hinten dran, ne? Der Vordervogel ist etwas langsam. So, ab geht's. Gibt's gleich noch eine kostenlose Rundreise über die Map. Kann man sich ein bisschen was angucken.
Wie gesagt, ich finde die super gebaut. Also der Typ, der die gemacht hat, meinen großen Respekt. Alles in Handarbeit gesetzt, gebaut. Die ganzen Ruinen da platziert. Das sieht schon wirklich atemberaubend aus. Alleine so eine Felsformation hier mit Tunnel und allem drum und dran. Also da hat sich wirklich jemand Mühe gegeben. Wo hängst du noch hinter mir? Ja, du bist eh schneller. So, dann mal schnell ab nach Hause. Ja, was soll ich euch sonst noch dazu sagen? Wir sind momentan eine kleine Gruppe, die regelmäßig spielen, die sich auch im TS treffen, zusammen quatschen. Wir kennen uns auch aus anderen Spielen. Von daher, ja, deswegen sitzen wir halt im TS zusammen. Ihr müsst natürlich nicht zu uns ins TS kommen, ist keine Pflicht. Ja. Ihr solltet euch natürlich versuchen, irgendwie so ein bisschen an die Regeln zu halten. Wie gesagt, PvP ist generell nicht das Problem. Allerdings wollen wir natürlich auch nicht, dass dann die Leute irgendwann anfangen, sich wie verrückt zu raiden. Ja, deswegen ist es ja ein PvE-Server mit ein bisschen PvP, damit es einfach auch ein bisschen Spaß dabei ist. So, Landeanflug. Wie sieht's aus hier? So, macht wie ein Kopfstand. Oh. Ihr seht, es ist gleich soweit, zumindest bei dem einen hier. Erstmal die Eier schnell aufsammeln. Dieser Partyhut sieht so scheiße aus. Warum ich dem aufgesetzt habe. Jetzt kriegt man den auch nicht mehr ab. So, habt ihr live noch gleich eine Geburt dabei? Na komm, Junge, mal hin. Ja, die sind mittlerweile die dritte Generation, die Bären. Da waren wir ordentlich. Wir haben uns darauf spezialisiert, Bären und Pteros zu züchten. Und die Bären sind jetzt in der dritten Generation und steigen natürlich immer weiter an. Von den Werten kostet natürlich ein bisschen Zeit. Man muss sich nachher um die Tiere kümmern. Durch dieses neue System, wo man halt mit denen kuscheln kann und so, kriegen die natürlich auch nochmal ein paar bessere Werte. Und das sind jetzt die ersten, die wirklich durch Kuscheln sich hochgelevelt haben. Die haben noch keinen Levelpunkt gekriegt. Ist aber dann ein guter Vergleichswert. Kann man dann gucken, was sie an Zuwachs haben. Dann legen wir schnell mal hier die Eier ein. So, ab zurück. Ja, was man bedenken muss, dadurch, dass wir den Futterwert ja auf 2 gesetzt haben, haben die Babys natürlich auch schneller Hunger. Heißt, die fressen schneller. Und man sollte dann wirklich schon dabei sein, dabei daneben stehen, wenn das Baby rauskommt, weil sonst kann es passieren, dass es einen verhungert. Wir hatten es vorher auf 4 getestet, aber bei 4 ist es wirklich so, die Tiere fressen extrem viel, extrem schnell beim Fliegen. Man kann gar nicht so viel Fleisch mitnehmen, wie das Tier beim Fliegen braucht. Und teilweise schafft man es gar nicht, die Babys zu füttern, weil die einfach ja fast instant verhungern. Also ein Känguru-Baby ist mir die ganze Zeit weggehopst und das war, glaube ich, innerhalb von 30 Sekunden ist es verhungert. Deswegen haben wir, wie gesagt, dieses neue Futter eingefügt, mit dem man halt dann effektiv darauf einwirken kann, wenn das Tier schneller Hunger kriegen soll. Man kann natürlich auch einfach ganz normal zähmen und da ist es. Zack, komm her, ihr Kleines. Och, ein Weißes. Ja, man kann halt direkt Einfluss drauf nehmen. Jetzt will es gar nicht weg. Man kann direkt Einfluss drauf nehmen, wie schnell man das Tier zähmen will. Könnt natürlich auch einfach abwarten und es liegen lassen. Dann sinkt der Futterwert ja trotzdem relativ fix, ne? Also mit einer Geschwindigkeit von 2 ist es trotzdem ganz ordentlich. So, mein Kleines, was hast du denn gekriegt? Okay, das Leben auf jeden Fall von der Mutter. 3600. Aber Melee Damage ist nicht interessant, interessant. Ja, unsere Überlegung war ja, kriegt das Baby den Prägewert. Also wenn man mit ihm spielt, ihr seht, ihr habt mit dem hier wurde ordentlich gespielt, 86% die Prägung, hat dadurch auch eine höhere Wertesteigerung gekriegt, aber das Baby hat fast den Grundwert, den die Mutter vorher hatte. 3600. Na, die ist jetzt, wie gesagt, bei. Ups, falsche Taste. Die Mutter ist hier bei 4300. Also scheint tatsächlich auch der Grundwert wieder zu zählen.
Weil sonst hätte der irgendeinen höheren Wert übernehmen müssen. 975 Gewicht, 1400 Essen. Ah, Gewicht hat sie mehr, Essen hat sie mehr. Also einen wirklich guten Wert von 222 Geschwindigkeit und 2100 Ausdauer. Ah gut, die Ausdauer könnte es. Ausdauer könnte es von der Mutter haben. Muss ich mal den Vater. Der Vater ist er hier. Ah, der hat auch 2100 Ausdauer. Ja, der ist natürlich schon geskillt, deswegen auch die etwas höheren Werte. So, mal gucken. Das waren Zwillinge hier. Gucken, ob da das gleiche rauskommt. Müsste ja rein theoretisch dasselbe Baby fast rauskommen. Die hatten bisschen etwas schlechter gewesen, die Mutter hier. Von den Werten. Da ist nicht ganz so viel gekuschelt worden mit. Da fehlt, glaube ich, ein Wert. Ja, genau. Die hat nur 63% die Prägung. Achso, was wir übrigens auch erhöht haben, ist die Geschwindigkeit, mit der das Baby gekuschelt werden will. Es ist auf roundabout 2 Stunden gestellt. Also, dass man alle 2 Stunden mit dem Baby kuscheln kann. 3,5 war uns doch ein bisschen zu lang, aber so alle 20 Minuten ist uns dann auch zu schnell. Weil, geht ja dann, kriegt man ja sofort wieder so ein High-End-Tier raus. Was wir allerdings abgestellt haben, beziehungsweise sehr, sehr hoch gedreht haben, ist der Verlust, den es bekommt. Deswegen bin ich jetzt noch mal überlegen, ob ich das doch wieder auf 3,5 Stunden stelle und dann mit 0 Verlust. Das heißt also, wenn man einmal mit ihm gekuschelt hat und man macht es dann nicht mehr, verliert es trotzdem die Prägung nicht mehr. Das ist dann für die Leute, die sagen, okay, ich kann halt wirklich nur einmal das Baby ankuscheln, weil ich einfach nicht zu viel Zeit habe, irgendwie 6 Stunden daneben rumzugammeln oder in der Nähe rumzugammeln, um ständig mit dem Baby zu kuscheln. Also kann man sich trotzdem ein nettes Tierchen züchten. Na, wo willst du hin? Bleib mal hier. Hey, bleib hier. Nicht weglaufen. Nur bei Level 210. Also auf jeden Fall schon 3 Level über der Mutter. Mal gucken, was beim zweiten rauskommt. Da warten wir noch kurz ab. Ob der die gleichen Werte kriegt. Würde mich ja mal interessieren. Frisst doch schon ganz ordentlich. Na nun komm. Gleiche schafft. Gleiche schafft. Frage ist, ob es da irgendwo ein Maximum gibt. Und sagt, okay, da kommt er jetzt nicht drüber. Ich hoffe, da kommen jetzt keine Zwillinge raus. Das ist immer dann eine Panik, wenn da auf einmal 2 rauskommen. Also dann kann man gar nicht hinterher füttern. Nanu, raus da. Hopp, 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 hopp. Komm raus. Will nicht. Ziert sich etwas, das Kind. Dann stopfen wir den so lange mit Fleisch voll. Na, nun komm schon. Los, raus mit dem Baby. Ja, was soll ich euch noch großartig zu sagen? Wenn ihr Interesse habt, die Serveradresse steht dann in der Beschreibung. Passwort gibt es nicht. Wir hoffen auf faire... Oh, da hat gerade was gepupert. Oh, und es sind natürlich Zwillinge. Halt, bleibt hier! Oh, scheiße. Wo ist der andere? Der andere ist im Boden gebackt. Komm her. Natürlich Zwillinge, war ja so klar. So, Futter rein. Futter rein. Ja, also wie ihr seht, es können durchaus auch mal Zwillinge kommen. So, Jungs. Haben wir denn hier ein Mädchen? Ah, doch wieder die gleichen Grundwerte gekriegt. Ne? Also ihr seht, der Steigerung ist da nicht vorhanden.
297 Nahkampfschaden. Da 278. Und 210er Level. Kann man wirklich nochmal irgendwas anders Hochleveliges zähmen. So, jetzt werde ich die mal in eine Reihe stellen hier. Dass ich hier nur noch hintereinander zack, zack, zack Futter rein. Mal Wandern ausschalten, dann laufen die sonst wieder im Kreis rum. So. Ja, wie gesagt, das war unsere Servervorstellung. Ich hoffe, ihr habt Interesse bekommen. Habt mal ein bisschen Bock anzuspielen. Vielleicht für Leute, die noch gar keine Ark gespielt haben, sondern meine MechWarrior-Videos gesehen haben. Dass die auch sagen, ja, sieht interessant aus, probiere ich mal aus, teste ich mal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auf dem Server bei uns. Bis dann, tschüss.